geht's zurück nach Haus. Zack. Dann gucken wir mal, wer so befördert worden ist. Guck mal an. Dennis Omega Hartwig wurde zum Lieutenant befördert. Pizmeat zum Sergeant und Brammen auch zum Sergeant. Verwundet 6 Tage. Wobei, wieso ist der Brammen denn verwundet? Den habe ich doch geheilt. Ah, okay. Cool. Sektoidenleichen, Waffenfragmente. Ja, gut, das ist das Standardzeug, ne? Also. Der Einsatztrupp, den XCOM nach Kanada entsandt hat, konnte in Vancouver eine Entführung durch Aliens verhindern. Kanada ist dankbar und hofft, dass diese Belohnung dem XCOM-Projekt nützen wird. 4 Wissenschaftler. Aber fett. Panik macht sich in Asien und in Europa bereit. Und dann. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, ich sollte langsam mal Asien im Auge behalten. Den habe ich nämlich, ich glaube China habe ich anfangs schon nicht geholfen. Was schon nicht so prickelnd war. Gucken wir mal, was denn so in der Kaserne abgeht. Jeder kann befördert werden. Das ist schon mal nice. Was haben wir denn da? Du kannst Medikits 3-mal pro Gefecht einsetzen, statt nur 1-mal. Ermöglicht eine zusätzliche Verwendung der Rauchgranate. Also, so wenn ich den Kommentaren entnommen habe, nimm mal Medikits mit. Scheinen die ja nicht ganz unwichtig zu sein. Vielleicht sollte ich dann Pizmeat mit Medikits ausstatten. Sonny Tede! Bewaffnung. Man kriegt statt dem Pulsbogen. Wieso hat Peter den Pulsbogen? Hatte ich nicht sonst immer Bram und. Ah ne, der hatte das. Na egal. Komm, Medikits. Zack. 3 Stück, Hammerfett. Ich hätte gerne mal andere Waffen. Kann die scheiß Forschung mal ein bisschen schneller forschen? Mein Scharfschütze ist auch verwundet am Arsch. Das ist nicht gut. Was haben wir denn da? Dieser Schutz setzt die Hauptwaffe des Ziels außer Gefecht. Der Gegner kann sie durch Nachladen reparieren. Kann keinen kritischen Treffer landen. Okay, Gefechtsscanner. Ein Abtaster, der 2 Runden lang eine neue Sichtquelle erschafft, sobald man ihn wirft. Kann pro Schlacht nur 2-mal eingesetzt werden. Das ist ein Aufklärungsteil. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Durch den verkrüppelten Schuss nimmt man dem Gegner sozusagen eine Runde. Weil der ja dann nachladen muss. Ja, ich glaube, der Gefechtsscanner, der würde. Wer ist denn noch so hier? Ah, nice. Corporal. Ach nee, Sergeant Bram. Ups. Was haben wir denn da Schönes? Schredder-Rakete. Feuert eine Rakete, durch die alle getroffenen Gegner die nächsten 4 Runden aus allen Quellen 33% Schaden, mehr Schaden erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Boah, ne. Deckungsfeuer. Schießt einen Spezialschuss ab, der einen Reflexschuss auf ein Einzelziel ermöglicht. Die Treffsicherheit des Ziels verringert sich um minus 30. Okay, das hört sich eigentlich ganz nice an. Zack. Sehr gut. Dann gucken wir mal, wie die mit dem Bau meines Labors hier vorankommen. Commander, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das wir in die Luft sprengen, verringert die Chance, neue Artefakte zu werden. Ja, ist ja gut. Aber ich will nur mal, dass Bumm macht. Jetzt hör auf, dich zu beschweren. So, meine Energie geht mir übrigens bald aus. Ein Kraftwerk. Erdwärmekraftwerk kostet 200. Erzeugt 20 Strom. Müssen aber über Dampfspalten errichtet werden. Und das nur 6. Okay. Wobei, die sind eigentlich... Das ist eigentlich nur platzsparender. Die müssen ja... Ich meine, die sind ja genauso teuer. Da müsste ich das dann erstellen. Ich glaube, das werde ich dann machen. Sollte ich die Kohle dazu haben.
Ich glaube, momentan kann ich nicht viel mehr tun. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Als zu die scannen. Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja. Komm. Meine Leute müssen wieder fit werden. Hey, das wollte ich nicht. Ich wollte die Erde drehen. Nach Aktivitätsscan. Strahlwaffen, Forschung abgeschlossen. Gucken wir mal. Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffen in den Griff bekommen und danach unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototypen, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Laserpistole und Lasergewehr. Lasergewehr hört sich doch schon gut an. Ist das Ergebnis unserer Bemühungen, Soldaten stärkere Pistole, die im Gefecht nicht nachgeladen. Oh nice, die müssen nicht nachgeladen werden. Fett. Feuerkraft gegenüber dem konventionellen Modell X9 ganz beträchtlich. Cool. Schwere Laser? Nee, so brauchen wir nicht. Präzisionslaser? Achso, so ein Sniper-Laser. Aber bisher komme ich mit meinem Sniper ja so auch ganz gut klar. Ich hätte mal gerne ein bisschen mehr Schutz. Dünnermann-Autopsie dauert nur einen Tag. Die machen wir mal eben. Ich verstehe immer noch nicht, was sich die Aliens hier erhoffen. Erforschen sie uns? Warum entführen sie scheinbar willkürlich Menschen? Sie müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Tja. Ja, dann können wir direkt wieder scannen, wa? Go, go. Abgeschlossen. Uiuiui. Entspricht dem eines Menschenmannes. Weiße Hautfarbe, das Alter würde ich auf rund 35 schätzen, obwohl es sich dabei wahrscheinlich um einen bewusst gewählten künstlichen Effekt handelt. Größe etwa 2 Meter, das Gewicht liegt knapp über 80 Kilo. Erst beim Sezieren offenbart sich die ungewöhnliche außerirdische Organ- und Knochenstruktur. Die Knochen sind segmentiert, etwa wie die Wirbel einer Schlange. Dadurch dürfte das Wesen im Kampf außerordentlich beweglich sein. Ein beträchtlicher Teil des Brustraums wird von den großen Giftdrüsen eingenommen, die erhebliche Mengen an Gift produzieren und über Drüsenkanäle mit erheblicher Wucht ausstoßen können. Oh, das heißt, ich sollte nicht unbedingt in den Nahkampf mit dem Jungen gehen. Eine genauere Analyse dieses Gifts führt zu der Theorie, dass man damit ein kräftiges Desinfektionsmittel herstellen könnte, um die Wunden von Soldaten auf dem Schlachtfeld zu behandeln. Cool! Dr. Shen arbeitet an einer Möglichkeit, wie man diese Substanz in unsere derzeitigen Medikits integrieren könnte. Wenn Sie im Gefecht den Einheitenanalyseschirm auf ein anderes Exemplar dieses Typs anwenden, erfahren Sie Details über die Kampffähigkeit dieses Wesens. Cool! Neue Medikits dann, oder was? So, Plasmapistole, was fehlt denn dazu? Ah, Waffenfragmente. Ah, okay. Ja, ist ja gut, dann spreng ich halt keine Leute mehr in die Luft. Alien-Nef-Computer. Achso, ja, da müssen wir noch UFO für abschießen. Panzerrüstung unserer Soldaten verbessern könnten. Ja, das machen wir mal. Für diese Technologie gibt es verschiedene mögliche Anwendungen. Ich bin sicher, das Wissenschaftsteam wartet nur darauf, mit der Arbeit zu beginnen. Ich lasse sie wissen, sobald wir etwas finden. Ja, hoffentlich schnell. Wie sieht das eigentlich mit meinen Leuten aus? Sind die wieder... 4 Tage, 3 Tage, 2 Tage. Dennis heißt Casino, haben wir nice. Die haben ein Labor gebaut. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Ah, guck mal an. Errungenschaft freigeschaltet. Baue ein Labor. Juhu! Neues Bauprojekt. Kann ich mir gar nicht leisten. Ich sollte sowieso erstmal ein bisschen Geld saven, damit ich mir dann, ach, dazu brauche ich auch noch mehr Ingenieure. Eieieiei.
sieht er überhaupt momentan um eine finanzielle Leistung? Die Vernehmungsmethoden von Dr. Wallen sind mit Sicherheit effektiv. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist der Albtraum jedes Aliens. Alter Falter, wie geht denn das hier überall ab? 305, okay. China, ich will China helfen. Gibt keine Aufträge. Vielleicht sollte ich noch einen Satelliten starten. Ach nee, das ging ja nicht. Dazu hatte ich irgendwas zu wenig. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Das heißt, ich brauche noch ein Satellitenkontrollzentrum und davor wahrscheinlich erstmal wieder Strom. Sondern das Satellitenkontrollzentrum braucht 5 Energie, die habe ich nicht. Das heißt, ich müsste davor ein Kraftwerk bauen. Das heißt, da kommen Kosten von mal eben 110 Geld. Ai, ai, ai. Ich muss China helfen, sonst flippen die da total aus. Oh. Übertragung entschlüsselt. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ha. Ja, das ist ja... Ne? Ah, Wertung A habe ich gekriegt. Ah, Wertung A, alles klar. Asien muss ich unbedingt mit Satelliten schützen. In Afrika ist die Luzi noch nicht so ganz los. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Alles klar. Ich müsste jetzt Geld gekriegt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ha! Hammer nice. 333, sehr gut. Das heißt, wir bauen jetzt. Bauen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Hammer fest. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Technikabteilung, wie viel nehmen wir? Der kleine Eindruck, den ich von ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das sie aufhalten könnte, wenn es ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Ich vermute, sie haben etwas anderes vor. Ja, habe ich auch. Wo ich weiß Hölle? Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ich hätte gerne... Ach, das ist die Schiffsliste, so ein Quatsch. Finanzen ansehen. Wo ist denn hier die Statistik? Kaserne? Ne, Soldaten brauche ich keine. Wo sehe ich denn, wie viele Wissenschaftler und so ein Kladatsch ich habe? Muss ich denn. Ne? Ach, da steht doch. 21. Technikabteilung, 6 Ingenieure erst. Eieiei. Für die blöden Strahlenwaffen brauche ich 12. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Bauert noch ein bisschen, ja genau. Erstmal wollen wir jetzt eine Einrichtung. Ach so, nee, ich will die noch nicht ausheben. Ich will erstmal wissen, was das kostet. Nee, Moment, wie lange das dauert, so ein Erdwärmekraftwerk dahin zu setzen. Das dauert doch bestimmt länger als ein normales Kraftwerk. Nein, das hab ich da hingeklickt. Am Arsch. Resttage 5, okay. Ich würde da dann das Satellitenkontrollzentrum hinhauen. Okay, also. Erdwärmekraftwerk, Satellitenkontrollzentrum, dann brauche ich wahrscheinlich noch, so ein, wie heißt das hier? Eine Werkstatt, genau. Nicht genug Energie, bau ein Kraftwerk. Naja, machen wir alles schon. Was sagen meine Leute? 3 Tage noch. Ich gammel auch schon wieder viel zu lange hier im Menü rum. Ich will endlich wieder...
nach Aktivität scannen. Ah, Sergeant Dennis Bram ist in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Und Forschung abgeschlossen. Zeig ich mal her. Unser Verständnis der außerirdischen Materialien ist bestenfalls marginal. Wir könnten noch Jahre damit verbringen, die komplexen Produktionsmethoden zu entschlüsseln, die zur Herstellung und Bearbeitung dieser Substanzen nötig sind. Aber wir haben es geschafft, einige der beobachteten Technologien grob in unsere eigene Forschung zu implementieren. Unsere erste Entwicklung, ein mehrlagiges Kohlefaser-Nanogewebe, ist eine Adaption des ungewöhnlichen Gewebemusters, das einige Alien-Materialien aufweisen. Dieses neue Gewebe ist reißfester als jedes dem Menschen bekannte Material. Wenn wir das in eine Schutzweste einbauen können, würde das die Rüstung unserer Soldaten deutlich verstärken. Das ist doch schon mal sehr gut. Nanofaserweste. Okay. Die Kriegsführung haben wir auch schon ewig. Die Laser bringen mir sowieso noch nichts. Da muss ich doch erst mehr Ingenieure für haben. Schalenrüstung ist dann die Weiterentwicklung. Okay. Experimentalkriegsführung aber erst dort noch. Ich hatte erwartet, dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Was kostet denn hier so eine Nanofaserweste? 18. Ich kaufe jetzt erstmal eine. Dann legen wir die mal jemandem an. Dem Kollegen Bram nämlich. Zack. Moment mal. Ach, die müssen ja bauen. Der ist doch schon gebaut. Leichte Weste aus dichten. Kann er die nicht anziehen, weil der ein schwerer ist? Was sagt denn Peter dazu? Gerade leicht verwirrt. Nochmal kurz scannen. Die Kriegsführung ist abgeschlossen. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wofür das ist. Bei unserer Forschung der Waffenfragmente und anderer Materialien der Außerirdischen haben wir herausgefunden, wie es die Aliens schaffen, diese Materialien miteinander zu kombinieren. Da die Miniaturisierung dieser Komponenten meist ein separates Problemfeld darstellt, haben wir uns zunächst auf das Konzept einer Waffe konzentriert, die als Bordwaffe eines Abfangjägers eingesetzt werden kann. Ah! Diese Bordkanone wurde so konzipiert, dass sie ihre Energie auf ein möglichst kleines Zielfeld konzentrieren und damit in der Lage sein sollte, den Rumpf eines UFOs zu durchschlagen. Außerdem haben wir einige unserer Ideen an die Technikabteilung weitergereicht und Dr. Shen ist zuversichtlich, dass die Ingenieure einige dieser Konzepte verwirklichen könnten, wenn sie die nötigen Ressourcen und ein passendes Gebäude für den Test bekommen. So, so. Gießerei und Phönixkanone. Also können wir jetzt unsere... Kann einem Ziel gewaltigen Schaden zufügen, allerdings nur auf sehr kurze Distanz. Das bedeutet für den Abfangjäger ein größeres Risiko. Okay. Entwickle neue Gefechtsausrüstung oder verbessere bereits existierende Gegenstände in der Gießerei. Joa. Jetzt kommen die Laser. Ne, Schalenrüstung. Zack. So, komm dann. Scannen wir direkt weiter. Wie weit sind die denn hier mit der Brauerei? Zwei Resttage noch. UFO-Kontakt. Abfangjäger stark. Deutschland. Mittlere Größe nicht identifiziert. UFO 2. Abfangjäger. Auf geht's. Gib ihm! Bereit für Nahkampf.
Zeichen ab. Den habe ich jetzt besser weggeschickt. Der wurde nämlich ernsthaft beschädigt. Kontakt entdeckt. Jetzt schicken wir nämlich unseren zweiten Raven. Boah, bitte schieß das Scheißding ab. Greife Feind an. Oh, okay. Ein Schuss hat noch gefehlt. Abfangjäger hat keinen Kratzer abbekommen. Ja, da fehlt ja auch nur ein Schuss. UFO-Absturzort. Deutschland. Lol. Ort Deutschland? Wo ist denn da bei dem bitte Deutschland? Achso, weil das hier gestartet ist. Tja, Sky Ranger losschicken, würde ich sagen. Wen können wir denn alle mitnehmen? Einsatzbereit, 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 einsatzbereit. Wunderbar. Alle wieder da. Das Blöde ist, jetzt habe ich natürlich die Rüstung noch. Ach, egal. Zumindest sind alle dabei. Peter hat das Medikit. Jupp, das kann er auch gut benutzen. Ich verstehe mit der Rüstung gerade irgendwie noch nicht so ganz. Ich habe doch zumindest eine gebaut. Wie blöd. Bewaffnung. Der hat auch ein Medikit. Dadurch, dass er noch Rekrut ist. Jay. Das passt schon alles so. Scope-Pistole, wunderbar. Auf geht's, Jungs.